Moin aus Hamburg. Es ist Montag, der 26. Juni 2023. Mein Name ist Carlos Martins und wie jeden Montag blicken wir einmal zurück auf die vergangene Handelswoche und versuchen eine kleine Vorschau zu tätigen. Und wir haben heute ein Special-Thema, nämlich Stop-Loss-Marken platzieren im Chart. Ob im Aktienbereich oder wie bei uns auch im Trading, wo kann man Stop-Loss-Marken platzieren? Also bleibt dran, das Video wird sehr, sehr spannend. Okay, was war letzte Woche los? Ich glaube, wir haben die letzte Woche erlebt, es ging rauf und runter, aber am Freitag ging es nochmal richtig Richtung Süden und das war das einer der Schwergewichtler, Siemens Energy, fast um 40% oder über 40% gefallen ist. Das tat weh. Ja, und hat natürlich auch den DAX mit runtergezogen. Diejenigen, die den DAX 40 handeln, sollten auch immer mal wieder draufschauen von der Gewichtung der einzelnen Aktienwerte, wie schwer denn so ein Gewicht oder wie schwer eine Aktie in diesem Index letztendlich ist. Dann haben wir die News. Apple steht kurz vorm absoluten All-Time-High. Ja, also Apple nach der neuen Brille, ja, zieht der Markt also oder zieht die Aktie weiter Richtung Norden und lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Wir gehen jetzt mal in unser Trading. Long Short ist die Devise hier. Und nochmal, es ist eine Tages- und eine Wochenstrategie. Das heißt, man muss nicht ständig alle 3 Minuten draufschauen, sondern wirklich nur einmal einen Tag Maximum oder einmal in der Woche, je nachdem, für was man sich entscheidet. Letzte Woche gab es gute Signale, aber ihr werdet euch gleich wundern, wieso ich die jetzt hier nicht präsentiere. Das hat damit zu tun, dass ich erst immer einen Tag später die Trades umsetze, und zwar nach der Devise entweder zu dem gleichen Preis wie an den Abend zuvor oder besser. Und diesmal hatten wir das Phänomen, dass die Leute, die am Freitag, die am Abend diese Strategie handeln, schon in der Nacht in den Gewinn gelaufen sind. Also wir schauen uns das mal an und wir fangen oben an mit den Audi Kanadisch Dollar. Hier seht ihr, bin ich nicht reingekommen, der Trade ist direkt in den Gewinn gelaufen. Das Signal seht ihr mit ganz oben in meinem Screen als allererstes, in Klammern 3 bedeutet seit 3 Tagen ist das Signal wunderschön. Seht ihr diesen roten Strich, wer diese Videos aufmerksam verfolgt. Man hat hier das Short Setup und ja, um wie viel Uhr, Carlos? Am besten kurz vor 23 Uhr einsteigen, dann ist man dabei. Der zweite Markt ist Audi Schweizer Franken. Hier sehen wir auch, der Trade ist direkt in den Gewinn gelaufen. Audi Neuseeland direkt in den Gewinn gelaufen. Das sind alles Trades, die ich leider nicht machen konnte, weil ich am nächsten Tag diese Strategie umsetze. Audi USD, da sind wir aktuell im Markt. Da seht ihr, da bin ich heute eingestiegen, weil am Freitag trade ich generell zum Wochenende nicht. Da sind wir short mit einem Stop-Loss dort oben. Und der nächste Markt ist DAX. Ist man short dabei gewesen und auch hier einen Gewinn. Und das ist der Mr. Dow Jones. Den haben wir heute Morgen auch getradet und der ist direkt in den Gewinn gelaufen. Euro-Austral-Dollar, long in den Gewinn gelaufen. Euro-Kanadisch-Dollar seit 7 Tagen, auch hier der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Britisch-Pfund-Austral-Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Nikkei kommt morgen ein Signal und im USD-Schweizer-Franken, wer ihn short getradet hat, ist dann auch am Donnerstag rausgekommen. Das waren die Daily Trades, Audi Schweizer Franken. Auf Wochenbasis sind wir long gewesen und wir sehen, da hat ein Punkt gefehlt. Audi Yen ist in den Gewinn gelaufen, Schweizer Franken Yen ist in den Gewinn gelaufen, Euro Austral Dollar. Da könnte es sein, dass wir da ein sogenanntes Gegensignal bekommen. Das heißt, wir würden dann, ihr seht die rote Kerze und der Markt hat gedreht. Wenn es so bleiben würde, würde es noch nicht ausreichen. Wenn aber weiter steigen sollte, heute ist ja erst Montag, würden wir ein Gegensignal traden. Euro-Kanadisch-Dollar, Euro-US-Dollar und der nächste Markt ist Gold. Und Gold, seht ihr, bin ich heute auch eingestiegen. Gold und zwar Gold Short. Das war ein kleiner Überblick. Es gibt offene Positionen, aber dadurch, dass wir jetzt aktuell mit der neuen Thematik Stop-Loss-Marke haben und das Video sonst zu lang wird, würde ich die offenen Positionen mit euch nächste Woche besprechen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Trade, der dann dort auch in den Gewinn gelaufen ist. Ich werde ganz kurz meinen Platz wechseln, meine Damen und Herren, und gehe kurz an mein Trading Desk und wir sehen uns gleich. So, jetzt sitze ich hier an meinen Trading Desk und habe hier einmal einen ganz normalen Chart offen. Es geht um Stop-Loss. Das bedeutet, ein Stop-Loss, wie wir ihn letztendlich teilweise anwenden, sind Marken, wenn wir uns für eine Richtung entscheiden, also Long oder Short, wo geht man aus dem Trade raus?
Und die einfachste Möglichkeit, die kennt ihr vielleicht auch schon von der Tagesstrategie, ist den Stop-Loss auf ein letztes Hoch oder ein letztes Tief zu platzieren. Ich werde jetzt mal diesen Chart ein bisschen verändern. Und zwar werde ich mal ein Tool rausnehmen, das ihr kennt von der Tagesstrategie. Jetzt bin ich auf den kurzen Zeitebenen dabei, das heißt auf 5 Minuten. Aber ich möchte euch das kurz mal zeigen. Und zwar haben wir diese Sonnen, die ihr auch auf den Tagestrades und Wochentrades in den Videos seht. Die Sonnen sind ideale Punkte, um Stop-Loss-Marken zu platzieren. Das würde bedeuten, wenn ich irgendwo short gehe und der Markt dreht, wie mit meinem grünen Pfeil, dass ich hier aussteige. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja Mensch, aber wie mache ich das denn? Ja, die normalen Tools bieten zwar die Möglichkeit, auch direkt einen Stop-Loss zu platzieren, aber es geht auch im Trading ganz, ganz wichtig darauf, letztendlich Risiko-Money-Management sauber zu betrachten. Und dazu habe ich jetzt ein Tool, was ich dazu füge, und zwar ist es der Trade Manager. Ja, der Trade Manager finden wir hier. Ich drücke den mal rein. Das ist ein Tool, was wir entwickelt haben. Und hier seht ihr, wir haben Buy und wir haben Sell. Und ich kann hier diese rote Linie, das ist die Sell-Linie, die kann ich also direkt auf die Sonne platzieren und somit hätte ich dort meinen Stop-Loss. Und könnte hier sogar das Risiko einstellen, zu sagen, bei 10.000 Euro, ich bin Anfänger, ich möchte gerne ein 0,5% nur riskieren. Das wäre dann ja sehr, sehr wenig. Ja, bei 1% wären das 100 Euro und 0,5% sind es 50 Euro. Das ist also die eine Möglichkeit, den Stop-Loss auf das letzte Hoch zu platzieren. Nicht nur auf 5 Minuten, sondern auch, wenn wir auf Tagesbasis gehen, das heißt jede Kerze einen Tag, können wir auch hier drauf drücken, Sell und auf das letzte Hoch und letzte Tief zu platzieren. Genauso gut natürlich, wenn der Markt dreht nach oben. Da sehen wir hier sehr schön diese blaue Sonne. Schaut mal, diesen Indikator, wenn man jetzt long geht, würde man hier den Stop-Loss platzieren. Seht ihr, hier den Stop-Loss platzieren, genauso auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn der Markt steigt und fällt, dann würden wir diesen Punkt auch als Triggermarke nehmen. Und so kann man im Chart sich mit der Indikation sehen, wo platziert man also seinen Stop-Loss. Ein Stop-Loss ist nicht die Garantie, dass ein Trade, wenn ihr long geht, dass ihr genügend Luft habt und der Trade immer ein Gewinn ist. Ein Stop-Loss ist eure Versicherung. Ein Stop-Loss bedeutet, wenn der Markt dreht, der Markt hat immer recht, auch auszusteigen. Das ist eure Triggermarke. Und diese Sonnen, die wir hier programmiert haben, sind letztendlich letzte Hochs, letzte Tief. Ja, ganz einfach berechnet. Die zweite Technik, die ich euch mitgeben möchte, ist ein Indikator, den es bei uns auch gibt. Das ist der Daily Pivot. Und das ist jetzt für die Damen und Herren, die etwas, ja, kurzfristiger handeln. Ich hole den mal rein. Der Tagespivot ist vom Vortag berechnet. Hoch-Tief-Schlusskurs durch 3. Und ich nehme jetzt mal die rote Linie hier raus im Chart. So. Und hier sehen wir im Chart, ich mache das ein bisschen größer, diese blaue Linie. Diese blaue Linie. So, und jetzt würde man sagen, okay, man geht short in den Markt, das ist jetzt der DAX, dann würde man entweder A, den Stop-Loss hier oben platzieren oder man platziert den Stop-Loss hier über diesen Daily Pivot. Der Daily Pivot ist, wie gesagt, die Berechnung, der Querschnitt und eigentlich, wenn der Daily Pivot überwunden wird, sollte der Markt auch weiter steigen. Das wäre eine Marke. Schauen wir uns das nochmal an in den Tag vom Freitag. Zack. Man hat ein Short-Setup. Ihr habt jetzt eben gelernt, wo platziere ich den Stop-Loss, damit ich dem Markt auch Luft gebe. Den platziere ich hier oben hin. Das ist das letzte Hoch. Der Markt fällt. Und wenn ich aggressiver in den Markt gehe und Stop-Loss, dann kann ich ihn hier drüben platzieren. Ihr seht diese Marke, die wurde an diesem Freitag nicht überwunden. Und das war eine ideale Stop-Loss-Marke. Nächster Punkt, das ist der Donnerstag. Auch hier das letzte Hoch, der Stop-Loss, schaut mal hier, da platziert man den Stop-Loss und man platziert ihn sonst auch, und das ist synchron, über ein Daily Pivot. Und im gesamten Verlauf des Tages, auch wenn der Markt gefallen ist, gestiegen ist, euer Stop-Loss-Marke hätte hier gehalten. Hier genau das Gleiche, Stop-Loss-Marke auf die Sonne,
So, und ihr seht auch die Sonne, das letzte Hoch hat hier in dem Moment gehalten. Daily Pivot, Short Angriff und der Markt ist da wieder zurückgelaufen. Auch das kann passieren, aber ihr seht, von dem Einstiegskerze bis hier unten ist der Markt hier nochmal kräftig nach unten gelaufen. Das sind zwei Stop-Loss-Marken und der Klassiker oder den Klassiker, den habe ich mitgebracht als dritte Variante, sind die gleitenden Durchschnitte. Und hier habe ich einmal den 200er und den 100er gleitenden Durchschnitt, den man auch sehr schön als Stop-Loss-Marke nutzen kann. Wenn wir das uns mal auf den Tagestrade anschauen, sehen wir, das sind weitere Stop-Loss-Marken. Schaut mal, wir achten mal hier auf diese beiden Linien. Einmal hier und einmal dort unten. Und ihr seht, der 100er und 200er gleitende Durchschnitt. Hier wurde er getriggert, aber der untere wurde never ever getriggert. Das ist also, wenn man einen Long Trade eingeht oder Short Trade eingeht und braucht Zielmarken, dann sind das auch sehr, sehr gute Stop-Loss-Marken. Wie kann man das Ganze machen? Am besten mit unserem Tool. Das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, aber einfacher kenne ich ist es nicht. Ihr platziert den Stop-Loss hier oder auf die andere Seite hier und verschiebt den Stop-Loss dann pro Tag. Wichtig ist, nicht nur einen Stop-Loss zu platzieren, sondern auch zu wissen, wie viel man riskiert. Und es gibt eine Faustformel für alle Trading-Anfänger, 0,5% bis maximal 1%. Das war ja so ein bisschen, um euch mal anzuteasern. Wenn ihr mehr wissen möchtet, könnt ihr auch in den Kommentaren unten was reinschreiben. Dann würden wir beim nächsten Mal darauf auch antworten. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne und angenehme und erfolgreiche, disziplinierte Handelswoche. Ja, und wir werden nächste Woche wieder ein neues Thema mit hinzufügen. Bis dahin, gute Trades.